von der Amfer Gala 2016 gehen wir direkt wieder zu einem nächsten Highlight und das war Cape Town. Ja, für mich zum allerersten Mal durfte ich dabei sein. Ganz spannend, hat jetzt nichts mit VIPs zu tun, aber es ist genauso spannend, es ist die Wirtschaftselite, die sich da getroffen hat. Was steckt dahinter? Ja, das ist ein Jahreskongress, da treffen sich die größten Handelsunternehmen dieser Welt. Nehmen wir mal an Walmart, Carrefour, Tesco und so weiter. Und die großen Hersteller dieser Welt wie L'Oreal und viele andere. Und anlässlich dieses Kongresses gibt es zwei große Abende. Der eine ist der L'Oreal-Abend und der andere ist der Lamberts-Abend. Und das ist natürlich eine tolle Herausforderung in so einer fremden Stadt. Wir machen das jetzt auch schon seit 15 Jahren. Wir haben das schon in Shanghai, in Tokio, in New York, in Paris gemacht und das jetzt in Cape Town mit tollen Wirtschaftsbossen einen wunderbaren Abend zu organisieren, das macht natürlich Spaß und ist immer wieder eine große Herausforderung. Da könnte man denken, wow, das Jahr fängt direkt Mitte des Jahres auch wieder super an, das reicht jetzt eigentlich, jetzt gehe ich in Sommerferien. Nein, es geht weiter für die Firma Lamberts und für Sie natürlich auch, Herr Bübecker. Sie wurden eingeladen zu Elton John privat, persönlich, das heißt, man ist bei Elton John privat zu Hause oder wie kann man das verstehen? Ja, Elton John hatte eingeladen in sein Haus und sonst ist das meistens im Garten, weil es aber regnete, war alles bei ihm privat und das war natürlich toll, tolle Menschen, die man da trifft und das war auch wieder für seine Elton John AIDS Foundation, Bocelli hat auch gesungen und es ist immer eine Ehre im Grunde bei ihm eingeladen zu werden. Kurz vor Weihnachten hatte ich auch nochmal das Glück, ihn zu treffen auf einer Veranstaltung, als er ins Tate Museum, im Grunde Modern Tate, eingeladen hat und dort seine Kollektion von Vintage-Fotos zeigte. Also es waren zwei Events dieses Jahr mit Elton John. Ja, königlich geht es weiter dieses Jahr auf dem Reitturnier CHEO in Aachen. Gab es einen hohen Besuch und das schwedische Königspaar war da. Was hat das für Sie persönlich bedeutet? Das ist ja auch natürlich schon ein Riesenhighlight für Aachen, wo Sie natürlich ganz nah dran waren. Was war das für Sie für ein Gefühl oder für einen Moment mit diesem schwedischen Königspaar sich zu unterhalten? Wenn man als Aachener Unternehmen sozusagen eine Art Wimbledon vor der Haustüre hat, denn das Turnier in Aachen, das Reitturnier ist das größte und bedeutendste der Welt, dann macht es Spaß, da mitzuhelfen. Ich bin da Mitglied des Beirats. Das Unternehmen ist Sponsor dort auch mit Bandenwerbung. Es ist aber auch so, dass wir bei der Medianacht mithelfen. Schon am Vorabend war Königin Silvia und König Gustav im Aachener Rathaus und am nächsten Tag haben wir dann mitgeholfen bei dieser Medianacht und mit über 1000 Gästen und wir selber haben viele bekannte Leute. Bo Derek kam als Freundin sozusagen an diesem Abend dazu, die auch die ganzen amerikanischen Reiter kannte und das war natürlich sehr schön, auch diese Verbindung wieder zu erleben. Es war ein großer Abend mit vielen tollen Leuten und das ganze Reitturnier war eine fantastische Veranstaltung und ich durfte dann noch beim Nationenpreis der Springreiter den ersten Preis übergeben, sozusagen, das ist der Lambertspreis und die Mannschaft wurde Sieger und kurz danach eben auch Sieger bei den Olympischen Spielen. Das war natürlich ganz besonders. Das ist toll. Ja, man kann sagen, es war ein absolutes Erfolgsjahr. Von Erfolg zu Erfolg geht es weiter. Leonardo DiCaprio, wir alle haben die Daumen gedrückt, dass er den Oscar holt im letzten Jahr, dieses Jahr den Oscar holt sogar und hat es geschafft und macht dann natürlich dazu noch sein jetzt schon legendäres Event in den Sommerzeiten, die Foundation von Leonardo DiCaprio. Was steckt dahinter? Ja, er hat die ja erst neu gegründet. Das war seine zweite Veranstaltung. Wir waren auch bei der Gründung dabei und auch da war wieder das Ziel für eine bessere Umwelt, Geld zu aktivieren. 40 Millionen hat er aktiviert an einem Abend. Das ist auch eine gigantische Summe. Und er hat auch gezeigt, was er mit dem Geld macht, was er vom Vorjahr macht. Er hat ja jetzt auch selbst bei Obama nochmal seinen neuen Film vorgestellt. Und er ist wirklich ein engagierter Kämpfer für Umwelt und für bessere Natur und Kampf gegen Klimawandel. Und er hat ganz tolle Menschen an diesem Abend, Schwarzenegger, Prinz Albert und viele andere dorthin geholt und hat einen tollen Abend veranstaltet. Ich hatte das Glück, am nächsten Tag dann auch noch mit bei ihm in seinem Haus zu sein. Die Mutter war die Tage dabei und ich habe mich sehr gefreut, dass er dieses tolle Resultat für seine Foundation erzielt hat und er wird uns im nächsten Jahr wieder zeigen, was er Tolles mit diesem Geld gemacht hat.